auch dafür verantwortlich, Bauingenieure und Bauingenieurinnen dafür verantwortlich, die gesamte bebaute Umwelt zu gestalten und damit einen wesentlichen Teil der Grundlage für unsere Zivilisation ist zu bilden. Und jetzt, wenn es darum geht, herausragende Ingenieurleistungen zu beschreiben, dann geht es natürlich darum, dass wir einerseits diese Infrastruktur sicher dauerhaft gestalten müssen. Gleichzeitig geht es aber um ein bisschen mehr. Und dieses Mehr, das ist sowohl eben auch gesellschaftspolitisch, als auch ökologisch, als auch gestalterische Einflüsse auf die Umwelt, die Gesellschaft, das ganze Beziehungsgeflecht, in dem wir leben, hat. Und die herausragende Ingenieurleistung fängt eben genau dann an, wenn alles dieses berücksichtigt wird, also wenn der Ingenieur wirklich seine ganzheitliche Verantwortung auch annimmt. Ich denke, die Kooperation hängt natürlich wie jede zwischenmenschliche Beziehung von den einzelnen Probanden ab, also sprich von den Menschen. Es gibt Kooperationen zwischen Architekten und Ingenieuren, die hervorragend funktionieren. Es gibt aber natürlich auch so ein bisschen das eingeprägte gesellschaftliche Bild. Der Architekt ist für die Gestaltung zuständig und der Ingenieur schaut, dass die Rechnung stimmt und mehr nicht. Und damit wird immer deutlicher, dass beide Berufsgruppen eigentlich ihrer ganzheitlichen Verantwortung nicht gerecht werden. Was man übrigens auch sieht, wenn man in sehr frühe Curricula geht, wo nämlich sowohl die Architekten in ihrer Ausbildung ein großes Maß nicht nur an Gestaltung, sondern auch an technischen Hintergründen lernen, ebenso wie die Ingenieure in den Ingenieurausbildungen Gestaltung ein ganz großes Thema war. Also es ist eigentlich falsch, dass wir das so sehr auf die beiden, dass wir hier so eine Trennung einführen, dass wir die Trennung leben. Voraussetzung, ganz essentielle Voraussetzung, dass das überwunden wird, ist meiner Ansicht nach Respekt. Wirklich Respekt von der jeweiligen Kompetenz und dass beide die Verantwortung für ihren gesamten Bereich, also auf Ingenieurseite, tatsächlich eben nicht nur für die Stadtsicherheit, sondern auch für das Wirken, das ihre Bauwerke verursachen. Es ist natürlich super, dass es den Ingenieurbereich gibt. Die Bedeutung für uns Ingenieure ist, glaube ich, tatsächlich nicht zu unterschätzen. Sie gibt einerseits ein Stück weit die Beachtung, ja, die einfach erforderlich ist. Sie reizt aber natürlich erstmal, sich vielleicht auch anzustrengen oder selber zu reflektieren, was man denn auch als Ingenieur, Ingenieurin geleistet hat und dass das sehr wohl eben auch in der Gesellschaft gewürdigt wird. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Projekte. Also der Ingenieurbaupreis ist ein wichtiges Projekt, was Ingenieurleistung in die Gesellschaft trägt und dort auf sehr, sehr viel Anerkennung stößt und das sollte motivieren, eigentlich in die Richtung hin, ich sag mal, weiterzumachen, sich weiterzuentwickeln.